Er ist schnell, ballsicher und vor allem eins: flexibel. Rafael Obermeier kam in seiner Karriere schon auf 9 verschiedenen Positionen zum Einsatz. Nur als Stürmer und als Torwart stand er noch nicht auf dem Platz. Trotzdem hat der 26-Jährige einen klaren Traumjob. Also wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, so auch mit Taktik und so, dann wäre es in der Fünferkette links oder rechts. Also das, was ich jetzt auch hier spiele. Also da fühle ich mich einfach am wohlsten. Da habe ich in den letzten Jahren die meisten Spiele gemacht. Von dem habe ich da auch so eine gewisse Routine schon und weiß, wie ich da meine Stärken einzusetzen habe. Viel Erfahrung gesammelt hat Rafael bei den Bayern-Amateuren in der Regionalliga. Da stand dann auch mal das ein oder andere Training mit den ganz Großen an. Zum Beispiel mit Manuel Neuer, Franck Ribéry oder Thomas Müller. Der erste Tag bei den Profis war schon verrückt. Also es war auch relativ spontan. Ich glaube, es war relativ am Anfang der Saison, ich glaube, zweites, drittes Spiel, wo dann der Trainer auf einmal in die Kabine kam und meinte, hier, Rafa kann sich umziehen und zu den Profis rübergehen, die trainierst du bei denen mit. Ja, dann sind wir da rübergegangen. Ich weiß noch, dass dann, ich habe die Tür aufgemacht und Manuel Neuer stand auf einmal vor mir. War so der erste Spieler, den ich gesehen habe. Ja, ich habe mich dann da vorgestellt. Er meinte, ja, ich bin Manu. Ich dachte, okay, weiß ich eigentlich. Ja, und das Training, weiß ich auch noch, war ein 1 gegen 1. Die erste Form, da hatte ich das Glück, gegen Boateng zu spielen. Aber der kam aus der Verletzung, also er war auch noch nicht relativ fit. Für mich war das ja komplett was Neues, zweimal am Tag zu trainieren. Das war ich ja nicht gewohnt. Ich war vormittags in der Schule, bin dann nachmittags für 1,5 Stunden ins Training gefahren. So, das war das Maximale mit 3-mal in der Woche Training. Und bei Bayern war das dann ja mit 6-7 Einheiten plus Spiel halt dann. Da war das nochmal was Neues, aber für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Gelohnt hat sich der Einsatz auf jeden Fall. Rafaels größter Erfolg kam nämlich erst noch. Die Meisterschaft in der dritten Liga mit dem FC Magdeburg und der damit errungene Aufstieg in die zweite Liga. Ich glaube, im Grunde genommen war es von uns Spielern, von jedem einzelnen Spieler, von dem Staff, von dem Trainerteam eine Wahnsinnssaison. Ich glaube, wo wir alle drauf stolz sein können, was wir da geleistet haben. Ein Grund für den Wechsel nach Paderborn war auch Trainer Lukas Kwasniok. Der hatte Obermeier bei seiner Zeit in Jena schon unter seinen Fittichen. Er ist ein emotionaler Mensch, trägt das Herz auf seiner Zunge, sagte immer seine Meinung. Aber trotzdem, glaube ich, lebt den Fußball wirklich. Hat auch eine Variabilität in seiner Taktik. Also das imponiert mir auch, dass er da eigentlich immer die Mannschaft sehr gut auf den Gegner drauf einstellt. Und er schafft es einfach, die Mannschaft mitzunehmen. Ja, das hat mir einfach sehr gefallen und deswegen bin ich jetzt nochmal unter ihm. Aufgewachsen ist der 26-Jährige in Prien am Chiemsee. Hoch zum Gipfelkreuz ging es für ihn aber nie. Also wenn wir nicht am Fußballplatz waren, war ich bei meinem Nachbarn, haben da Fußball gespielt, dann bin ich nach Hause kurz was essen, dann zum Fußballtraining. Also so war da mein täglicher Ablauf eigentlich. Naturverbunden ist er immer noch. Wenn er nicht gerade Zeit an der Playstation verbringt, ist er draußen mit seinen 2 Hunden unterwegs oder übt für seinen Angelschein. Das ist nämlich gar kein langweiliges Hobby, sondern für ihn der perfekte Ausgleich zum anstrengenden Fußballeralltag. Mir gefällt es einfach, diese Geräusche, so die ganze Stimmung. Meine Eltern waren früher, als ich kleiner war, noch immer mit mir angeln in Österreich. Da brauchte man keinen Angelschein dafür, da konnte man zahlen und dann da ein bisschen am See, ein bisschen da rumangeln. Das hat mir als Kind schon immer viel Spaß gemacht und so ein bisschen im Hinterkopf hatte ich es immer. Ja, und dann so mit dem Wechsel nach Magdeburg, wo andere Leute gerne zur Elbe fahren, um spezielle Fische zu fangen, kam das wieder so ein bisschen in mir auf und in Magdeburg hat es dann leider nicht geklappt, aber jetzt in Paderborn habe ich mir das fest vorgenommen. Fest vorgenommen hat sich der Außenverteidiger auch eins. Rafael Obermeier hofft, im Winter sein Länderspieldebüt für die philippinische Nationalmannschaft geben zu können. Das ist ein Riesenwunsch von mir. Wer macht schon so eine Länderspielreise mit, auch wenn es ein kleineres Fußballland ist? Aber ich glaube, trotzdem die Erfahrung allein, so eine Auslandsreise zu machen, so eine Länderspielreise, ist eine Riesensache für einen Fußballer. Neu als feste Größe in der zweiten Liga freut er sich auch auf die großen Mannschaften und bestimmt auch auf seinen Ex-Verein, den FC Magdeburg. Auf den trifft der SCP 07 im September in Paderborn in der Home Deluxe Arena.